In Kuba gibt es eine Vielzahl von Glaubensrichtungen, die die verschiedenen kulturellen Elemente widerspiegeln. Die auf Kuba verherrschenden Religionen sind vor allem das Christentum, der römische katholische Kirche, die Sankt-Kar und zahlreiche protestantische Bekenntnisse. Jedoch sind die gegenwärtigen Zahlen über die Verbreitung der Religionen innerhalb Kuba abweisend. Laut einer Statistik sind 57% der Kubaner katholisch getauft, während 50% der Bevölkerung protestantischer Kirche angehören. Neben dem christlichen Kirche spielt Ausübung der Sentinelle für viele Kubaner eine bedeutende Rolle. Aber es gibt keine ausführliche statistische Angabe über die Anzahl der Personen, die sich dieser Religion zurechnen. Durch die spanische Kolonisation Kubas zogen christliche, insbesondere katholische Vorstellungen in Kuba ein und hatte schnell eine hohe Autorität. Während der spanischen Kolonienzeit wurde die meiste Ureinwohner Kubas ausgerottet. Aufgrund des Mangels an Arbeitskräften begann das spanische Kuba um 1800 eine große Anzahl afrikanischer schwarzer Sklaven für Arbeits- und Sklavenhandel einzuführen. Die Yoruba-Identität nahm Einfluss auf die Diaspora-Kulturen meistens über die Religion. In der Geschichte der Santeria in Kuba haben afrikanische Sklaven und deren Nachkommen ihre Yoruba-Zugehörigkeit über religiöse Praktiken entwickelt. Das heißt, sie waren nicht im biologisch-genanalogischen Sinne Yoruba, sie wurden durch rituelle Initiation in verschiedene Yoruba-Kultgruppen dazu und dieser Prozess setzt sich bis heute fort. Die Afrikaner und ihre Nachkommen trugen zu einer Herausbildung spezifischer amerikanischer Kulturen mit eigenen Merkmalen bei. Denn trotz des Traumas der Gefangennahme, des Bruchs familiärer und kultureller Bande, der Verfrachtung und der Zwangsarbeit verloren die Sklaven nicht völlig den Kontakt zur Kultur ihrer Vorfahren. Sklaven und ihre Nachfahren veranstalteten öffentlich Tänze, die von Obrigkeiten zunächst als heidnisch abgelehnt wurden. Dennoch wurden die Musiker und ihre Gesänge und Trommeln gerne bei Beerdigungen und von Leichnamsprozessionen eingesetzt, was die Sklaven, die Instrumente spielen konnten, immer beliebter machte. Neben der Vermischung der Musik entstand auch eine Vermischung der Riten Afrikas mit dem des Christentums. Die traditionelle Umsetzung des Katholizismus erwies sich auf Kuba schwierig, denn aufgrund der großen Entfernung zu Spanien gab es eine geringe Anzahl an Priestern in Kuba. Der nach Kuba gebrachte Katholizismus war von seiner Urform abgekommen, wodurch sich völkische Elemente und Ausübungspraktiken integrierten. Daher wurde sie als Volkskatholizismus bezeichnet. Der Hauptunterschied zwischen Santeria und Katholizismus ist, dass die christliche Religion auf das Jenseits ausgerichtet ist und deswegen ihren Glauben und ihr Verhalten auf das Leben nach dem Tod ausrichten. Das afrikanische Grundverständnis ist mehr auf das Diesseits ausgerichtet. Ihr Glaube hilft ihnen, ihr Leben zu meistern. Unterschiede zwischen dem Dies und Jenseits wird nicht gemacht. Für sie ist der Tod nichts anderes als ein weiterer Lebensabschnitt, der sie ins Land der Ahnen bringt. Die afrikanische Religion haben mit dem Christentum einige Gemeinsamkeiten, wie das Glauben an ein höheres Wesen. Um ihre eigenen Götter in den Katholizismus zu integrieren, haben sie diese Götter, Orishas, den katholischen Heiligen zugeordnet. Dies war zugleich ein Deckmantel, um ihre Orishas und ihre Kulte weiter praktizieren zu können. Religiöse Rituale haben sich kaum verändert. Zu ihnen gehört unter anderem das Befragen von Orakeln und die Opfergaben an die Orishas, die einen festen Bestandteil des alltäglichen Lebens einnahmen. Höhepunkt ihrer Ausübung von Praktiken bilden die Trommeln und Tanzzeremonien, die in Gruppen gehaltenen Ekstasen und Trancen galten als Wunderheilmittel. Die Musik spielt in den Santeria-Versammlungen eine große Rolle, denn die Afro-Kubaner feiern mit starkem Getrommel, Gesang, Tänzen und Trommelrhythmen. Das Spielen auf den Trommeln verleiht magische Kräfte bzw. es wohne etwas Magisches in ihnen, das Ordnung herstellen und Bitten erfüllen oder prophezeien soll. Kuba ist heute ein sozialistischer Staat und es hatte sich früher als atheistischen Staat bezeichnet. Dabei wurden die religiösen Praktiken beschränkt und Kirchenbesitz wurde enteignet. Aber mit der Religionsfreiheit sind die schwierigen Zeiten für Gläubige zu Ende gegangen. Jedoch ist es erwähnenswert, dass die Religionsfreiheit in Kuba gesetzlich und praktisch erheblich eingeschränkt ist. Zum Beispiel müssen Religionsgemeinschaften vom Büro für religiöse Angelegenheiten anerkannt und registriert werden. Die verschiedenen Aspekte des religiösen Lebens werden auch geregelt. Als Reaktion auf die wirtschaftliche Krise entdeckte Kuba die Santeria als touristisches Produkt
und förderte die Vermarktung von afrokubanischer Folklore im In- und Ausland. So erleben Kuba-Reisende Folklore-Shows und aufbereitete Santeria-Zeremonien, Besuche bei den Santeros und Babalaos oder den Orakeln.